So, gucken, was das Sicherheitsterminal hier sagt. Willkommen beim Terminaling von Robco Industries. Freigabe Voltec Sicherheit. Volt 111 Sicherheitsanweisung. Betriebsprotokoll Handbuch. Sicherheitsaufzeichnung. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Vorstoß VTP 01011. Volt 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeit Wirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Voltbetriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anweisung tödlicher Gewalt autorisiert. Ja, toll. Na, super. Betriebsprotokollhandbuch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Voltec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Voltec-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Präservierungskapseln sind im Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Natürlich, Mitarbeiterpflichten. Wissenschaftsteam, Sicherheitspersonal, Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Ah, ja, bei mir ist es auch bald vorbei. Das kommt durch die Kryokammer. Merkt man nicht. Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktionen von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopulmonale und kognitive Aktivitäten müssen ständig überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Na super. Sicherheitspersonal. Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten folgendermaßen: Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen, nach Atmosphärenlecks suchen, Auseinandersetzung des Personals schlichten, Durchsetzen der Regeln des Aufsehers, Durchsetzen der Voltec-Regeln. Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Aufgrund der Natur von Vault 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikation erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwachte Voltec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Weitere Angriffe von anderen Fraktionen. Na gut. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Voltec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Voltec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Voltec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Volt 111 evakuiert wurde. Obligatorische Schutzzeit. Volt 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Volt lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten.
Sollte keine Entwarnungsnachricht von Voltec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie enthalten eine Entwarnungsnachricht von Voltec. Ja, da brauchen wir, glaube ich, nichts weiter großartig sagen. Sicherheitsaufzeichnungen. So, da haben wir dann Samstag, 23. Oktober 2077. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Das ist eine gute Frage. Samstag, 25. Dezember 2077. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Lads-Kuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen, der Aufseher auch nicht. Ich verstehe ihn nicht. Versuchen sie etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach, egal. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Montag, 14. März 2078. Noch ein paar Wochen. Dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Oh, und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas. Da bin ich sicher. Hier geht irgendwas Übles vor. Das spüre ich. 23. April 2078. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Letzter Eintrag. Es kommt kein Warnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch was zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzcracker auf den Boden gefallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in sein Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder andere Weise. Okay. Das sagt uns natürlich, dass das hier nicht so wirklich gut ist, was hier gerade abgeht. Ja. Okay. Unschön. Also es geht hier gerade viel zu viel ab in diesem Vault. Wir wissen also jetzt, dass wir Teil eines Experimentes irgendwie waren. Und wir bewusst in diese Kryokammern gesteckt wurden. Und selbst als dieser verdammte, verkackte Vault hier irgendwie evakuiert oder sonst was wurde, waren die doch tatsächlich der Meinung, sich nicht weiter um uns kümmern zu müssen. Und ja, das ist eine Sache, die gefällt mir gerade gar nicht. Das wiederum sagt mir nämlich, dass das hier alles gerade nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Da ist eine Red-Kakerlake. Das ist... Ich geh mich mal duken.
Weil ich weiß auch nicht wirklich, ob ich die irgendwie angreifen kann. Schlagstock. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Drücke 3 oder 0, um einen favorisierten Gegenstand zu benutzen. 3 oder 0. Gut, das bringt mir gerade beides nichts. 3. Jetzt hau ich mir das Stimpack rein. Wieso hau ich mir denn jetzt das verfickte Stimpack rein? Oh, Mann. Das hätte ich auch für später noch brauchen können, das scheiß Stimpack. Ja, super. Drücke 3 oder 0. Ey, dann drückst du die 0 und was passiert? Also du drückst den Stimpack rein. So eine Sauerei. Kann ich also nur hoffen, dass hier nicht noch mehr Radkakerlaken gerade rumlaufen. Wobei ja die Radkakerlaken nun echt unwichtig gerade sind, weil die halten nämlich wirklich nicht sonderlich viel aus. Aber Kleinvieh macht immerhin auch Mist und sollte mich von hinten oder so irgend so ein Teil angreifen, könnte das schon doch durchaus problematisch sein und das könnte mich doch tatsächlich etwas an Energie kosten. Gut, wir haben noch zwei Matratzen, ich könnte mich schlafen legen, das mache ich jetzt allerdings nicht. Was haben wir denn hier? Bierflasche? Kaffeetasse? Kaffeetasse? Bierflasche? Bierflasche. Das kann man natürlich nachher alles schön verkaufen. Dann haben wir noch eine Toilette, die ziemlich robust ist. Ja, so. Ich habe keine Lust. Tschüss. Ich bleib hier. Noch eine Kaffeetasse. Kochplatte. Auch die nehmen wir mit. Ich glaube, gleich bin ich relativ schwer. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viel habe ich denn? 414 Kilo erst. Das geht ja noch. Kaffeetassen. Kaffeetassen sind echt cool. Die kann ich für irgendwas garantiert gebrauchen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, für was. Aber ich kann sie mit Sicherheit gebrauchen. Da müsste ich lang. Da habe ich nochmal ein Sicherheitsterminal. Hier, zack, zack. Ach, nur das Klemmbrett. Da ist nichts. Ich nehme erstmal die Bierflaschen mit. Ja. Warning! Alarm indicates ammonia has been detected. Mhm. Achso, Alarm indicates ammonia has been detected. Leave room immediately. Do not enter without hazmat protection. Nicht. Oh, oder auch nicht. Freizeitterminal. Klick. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Holoband auswerfen. Rote Gefahr. Ach, Band abspielen. Ah, Band abspielen. Okay. Top 10. Top 10. Rick, Tim, TGM, SEA, QQQ. Ja, das kennt man doch selber. So, das kennt man doch von früher, von den eigenen Spielen. So, Highscore erreicht, zack, AAA. Das kennen wir doch. So, Band abspielen. Rap Menace. Mhm. Voltec Game Studios. Start Game. Help! 25 Meter. How high can you get? Achso, das ist hier. Woo.
Okay, läuft auch nicht. Lief damals schon nicht ruckelfrei, die Geschichte. Sehr schön. Jetzt muss ich natürlich auf. Ah! Ey, was? Du hast mich doch gar nicht getroffen, Alter. Play again. So, einmal machen wir das Ganze noch. 1, 2, 3, 4. Gummi. Schieb, dibidib, 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 dibidib. Bip, bip, bip. Das ist ganz blöd. Ja, das lief super für uns. Ass rein, das fand ich gut. Oh, Schwein gehabt. Das ist doch nicht wahr! So ein Cheat aber hoch. Kann ich da runterklettern? Ne, kann ich nicht. Ah, sowas aber auch. Das ist doch nicht wahr. Gut, okay. Das sollte dann erstmal für den Anfang reichen. Quit Game. Yes. Ja. Dann nehmen wir mal das Holoband mit, ne? Ja, ganz toll. Ach so, Moment. Wupp, meine Waffe mal wieder rausholen. Ja, muss zwischendrin auch mal sein, so ein kleines Spielchen hier. Weil es ja Spaß macht. Moment. Hier bin ich verkehrt. Das ist ja doof. Ne, da ist die Toilette. Ach, da muss ich raus. Genau, hier habe ich die Red-Kakerlake kaputt gehauen. Okay, an den Knöpfen kann ich nichts machen. Ich wollte gerade sagen, hier ist auch eine Red-Kakerlake drin. Das war die, die uns nämlich... Komm her hier. Komm. Red-Kakerlake platt. Ohne dass es... Au! Blödes Vieh. Geht der Blutfleck auch mal weg? Oder behalte ich den jetzt erstmal auf der Linse? Nee, der verschwindet. Okay, so langsam was. Oh. Das ist aber unschön. Drücke Maus 2, um zu blocken. Ja. Das tut bestimmt weh. Oi, du siehst ja auch gut aus. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Das will ich erstmal gesagt so gar nicht wissen. Das Ding geht auch nicht auf. Na toll. Da habe ich die beiden Red-Kakerlaken erschlagen. Liegt hier noch was rum? Nein, hier liegt nichts mehr rum. Ist das alles, was noch übrig ist? Von dem da ja. Definitiv. Oh, wieder Red-Kakerlaken. Na, ganz toll. Drücke Maus 4, um einen starken Angriff auszuführen. Dich habe ich gerade eben mal runtergeholt, du Sack. Wieso Transfer? Ach so, da kann ich was in die Red-Kakerlake noch packen. Okay, das will ich aber jetzt gerade nicht. Machen wir mal die Tür hier zu. So. Oh, super. Stimpaks stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Heilen verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass du schnell auf sie zugreifen kannst. Munition und eine Pistole. Das ist schon mal gut. Ich würde gerne...
Achso, mit 4 und 3 kann ich zwischen der Waffe wechseln. Okay. Ich würde aber gerne, ich hoffe, dass ich das nachher nochmal in den Optionen irgendwie einstellen kann. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Der nicht. Oh, Entschuldigung. Da geht's raus. Da hinten haben wir noch einen Raum. Hier ist noch Munition. Mal ein paar Bullets mitnehmen. Waffe mitnehmen. Koffer für Violator. Dich hole ich mir später. Keine Haarklammer. Na, sowas aber auch. Kommode. Okay, man hat nur 24 Kilo, das geht noch. Ein paar Zigaretten. Da ist nix. Ich kann auch die Wumme wegstecken, wenn ich will. Hier kann ich gerade nicht. Stimpack nehmen. Ja. Achso, da kann ich nur die Tür wieder zumachen, wie immer. Ah ja, kann ich nur aufmachen. 10mm Patron. Nicht verkehrt, kann ich gebrauchen. Aktenschrank ist nichts mehr drin. Hier haben wir nochmal ein Terminal. Gucken wir mal das Terminal. Aufseher-Terminal. Berechtigungsstufe nur für Aufseher. Vault 111, Anweisung für den Aufseher. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Aufseher. Verstoß VTP 01011. Ach so, okay, das unterscheidet sich nicht großartig, genau. Ja, Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender kardiopulmonal und kognitiver Funktionen betraut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch Voltec-Techniker. Unter keinen Umständen darf der Schlafzustand unterbrochen werden. Dies schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen. In Subordination oder vorzeitiges Aufwecken werden als kapitale Verstöße angesehen. Ungenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Kryolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen an benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Betriebsprotokollhandbuch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Voltec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich Achso, gut, das kennen wir ja schon. Das haben wir ja bei dem ersten Terminal schon gelesen, für die Sicherheit. Das ist nicht viel anders. Aufseher-Logbuch. Vorbereitungen. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Voltec-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen vor allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Objekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen.
Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in Vault-Tecs externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass Ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Vorräte werden knapp. Es gibt noch kein Warnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzabwehr vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen, und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich hier unten noch machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, tja, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung so früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung eines Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Okay. Ja, das ist nicht schön. Evakuierungstunnel öffnen. Evakuierungstunnel wird geöffnet. Der Personalevakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschlussprotokollen zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tec-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ja. Ah, jetzt habe ich den Evakuierungstunnel da geöffnet. Okay, das ist schon mal gut, aber ich weiß nicht. Irgendwie. Ich nehme mal die Waffe hier mit. Ich werde mal auf meinen Schlagstock gehen. Da habe ich noch ein paar Akten drin. Du hast eine Waffe ausgerüstet. Halte Maus 2 gedrückt. Achso, das ist, wenn ich jetzt die dann nehme. Und wenn ich jetzt Q drücke, dann kann ich... Ach, das wäre, worauf ich ohne Probleme schießen kann. Hm. Komme ich doch wieder raus? Ja, mit Tab. Oh oh. Ja. Siehst du? Au! Shit! Das war jetzt nicht so schön, ganz ehrlich. Das muss alles viel einfacher von der Hand gehen. Die Geschichte, das muss noch ganz anders laufen. Ja. Gut, aller Anfang ist schwer. Das hat ein bisschen mit Micromanagement zu tun. Ja, das muss ich dann doch tatsächlich noch ein wenig üben. Drücke R, um meine Waffe nachzuladen. Klick. So, 95 Schuss habe ich noch. Das ist schon mal gut. Ja, okay. Hier ist nix. Gut, das könnte ich jetzt so machen. Fuck, das Bestie hat mich tatsächlich erwischt. Das finde ich unschön. Nicht, dass da gleich noch mehr rumlaufen. Noch mehr Viechers. Da ist was. Ich soll aber dahin. Warum soll ich dahin? Weil ich da einen Knopf drücken soll. Ach, das ist die Eingangstür, ne? Oder? Ja, das ist die Eingangstür. Alle sind tot. Ja. Hast du gedacht? Hast du falsch gedacht?
Pip-Boy. Na, endlich. Tja, da mal ran an den Arm, ne? Klick. Oh, ein bisschen schmutzig, der Kleine. Pip-OS V1018 ist erledigt. Okay, initializing. Mit Maus 1 wählst du einen Reiter. Mhm. Ich kann doch aber auch mit A und D wechselst du die Bereiche. Special Skills. Achso, okay. Achso, und damit kann ich dann StatInf Map Radio. Achso, Inventar. Schlagstock, Kleidung. So. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen. Jetzt habe ich wenigstens wieder was an. Stimpak, Red Kakerlakenfleisch. Oh, super. Jetzt bin ich natürlich. Jetzt habe ich ein paar mehr Trefferpunkte, bin aber verstrahlt. Das ist unschön. Diverses, rote Gefahr. Achso, das ist Schrott. Munition, 10mm Patrone. Daten. Zeitreise für Anfänger, Verlass der Vault. Werkstätten. Das ist die Karte. Und das Radio. Kann ich das jetzt tunen? T ist Skill-Tabelle. Ah, Skill-Tabelle. Stärke, Wahrnehmung. Okay. Achso, das ist hier, weißt du, das kann ich dann erhöhen, ne? Ja. Okay, achso, das ist die Standardstufe, die ich jetzt habe. Und hier kann man dann hier das Ganze dann. Wahrnehmung plus 1, genau, das sind die einzelnen. Altnächster Rang. Achso, warte mal. Eisenfaust. Control kann ich dann abschalten, okay. Das bringt mir jetzt aber gerade noch gar nichts, wenn ich das so richtig sehe. Weil ich kann es jetzt nicht irgendwie verbessern. Skilltabelle, lokale Orte, Daten. Achso, da kann ich mir die Skilltabelle, okay. Ah, damit kann ich. Ah, okay. Damit kann ich. Hier kann ich mit A. Mit A und D kann ich in den Reitanwendern. Und mit W und S kann ich da umschalten. Ich kann aber nicht. Achso, weil ich noch keine habe. Deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht machen im Moment. Okay, aber ich habe jetzt immerhin mein Pip-Boy. Stats. Was habe ich hier? Stats. Stimpack. Effekte zeigen. Red Kakerlakenfleisch. TP plus 1,5. Gut. Voltiersteuerung, das machen wir gleich. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir wollen noch ein bisschen weiter gucken. Bin nur noch ich übrig? Yep. Wenn du es so genau nehmen willst, ja. Wenn du es so genau nehmen willst, ja. Die Bullets noch mitnehmen? Gut, kein Gegner in der Nähe. Den Hammer nehmen wir noch mit. Von hier sind wir gekommen, ne? Ah,
Okay, jetzt ist doch die Tür offen. Okay. Ja. Siehst du mal. Und hier fing alles an. Ja. Da will man seine eigene Frau nochmal schlagen. Ja, Ruhe in Frieden, Vibe. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach Hause. So. Hier liegt nichts mehr. Da liegen nur noch irgendwelche Anweisungen. Das ist das Skelett von ihm. Ja. Na, dann würde ich sagen, machen wir doch mal auf. What the remote access ready? Drücke Knopf. Türentriegelungssequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten. Der epische Moment. Auch gut. Kann ich die auch wieder zumachen? Boing. 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 Da kommt der Fahrstuhl. Okay. So, Boys and Girls. Wir verlassen Vault 111. Name Special Attribute ändern, Aussehen verändern, fertig, verlasse den Vault. Wir verlassen den Vault. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben.